Hallo, mein lieber Zwilling, mein Name ist Zio und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Hier kommt dein Zeichen vom Universum. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Zwilling. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Allgemeine Informationen zu meinen Legungen findest du zu Beginn des Videos. Drücke hierfür einfach auf Pause und erhöhe die Bildqualität, wenn der Text bei dir unscharf sein sollte. Und um ein gutes Gesamtbild zu erhalten, schau dir auch gerne die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an. Wann welche Legung erscheint, das findest du wie immer unten im Infotext. Mein lieber Zwilling, starten wir in deine Legung. Das sehe ich, hier ist gerade Seltsames im Gange. Also vielleicht eigenartige Gespräche oder jemand spricht in Rätseln seltsame Situationen. Ja, also das zeigt mir das Universum hier für dich. Und was ich hier als Zusatzimpuls bekomme, ist aber, dass das hier ein Zeichen dafür ist, dass es bei dir bergauf geht. Ja, also wir haben hier die Aufwärtsspirale. Ja, also etwas entwickelt sich hier sehr, sehr günstig. Und da sehe ich jetzt auch noch etwas auf deiner Ebene. Und zwar geht es hier darum, dass du hier drauf und dran bist, einen Teufelskreis zu durchbrechen. Das kann auch durchaus schon stattgefunden haben, ja, denn wir sind hier ja im Zeitraum der Gegenwart, der ein bisschen in die Vergangenheit reicht und ein bisschen in die Zukunft, ja, also so insgesamt vom Geschehen her schon sehr, sehr greifbar. Und das sehe ich, es geht hier bei diesem Teufelskreis, ja, also das ist etwas, das sich wiederholt für alle, die neu hier sind und tendenziell ja immer an einem bestimmten Punkt bergab gelaufen ist. Also irgendetwas, das gefühlsmäßig sich wiederholt oder situationsmäßig. Und hier sehe ich, du erkennst hier auch deinen Anteil an diesem Kreislauf, denn das ist doch immer der Weg zur Lösung. Und was ich hier sehe, ist, es geht hier für einige auch darum, einfach etwas abzuschließen. Kann auch sein, dass du dir hier schon Gedanken machst oder hier bei einer bestimmten Angelegenheit auf neue Gedanken gekommen bist. Da kann es eben auch darum gehen, dass du das demnächst umsetzt. Also ganz allgemein gesehen sieht das alles danach aus, dass dieser Teufelskreis endlich durchbrochen wird. Ja, und vielleicht zeigen sich deshalb auch diese eigenartigen Situationen und Gespräche, die wir hier auf der Hauptebene bereits gesehen haben. Gehen wir jetzt noch in die Außenschau. Wir schauen ja auch immer einmal von außen auf deine Situation, um uns einen guten Gesamtüberblick zu verschaffen. Und da haben wir gleich eine ganz wichtige Meldung für dich. Das Universum sagt, in bestimmten Situationen oder bei einem bestimmten Thema, ja, da kommst du irgendwie nicht weiter oder weißt nicht so recht, wie du es angehen sollst, und da verweist das Universum auf deine Energie, ja, also bei manchen nehme ich hier nämlich wahr, da geht es tatsächlich um den Nachtschlaf, dass hier dass man hier vielleicht zu viel grübelt abends, ja, oder hier lange wach liegt. Es kann aber auch hier um belastende Situationen gehen. Ganz allgemein gesehen, mein lieber Zwilling, ist es hier wichtig zu erkennen, dass es hier für dich darum geht, dass du deine Batterien wieder auflädst, also dich um deine Energie sozusagen kümmerst. Was dir dann bei diesen anderen Themen oder bei diesem Thema zugutekommen soll, weil du hier dann einen besseren Überblick hast. Schauen wir jetzt gleich mal in die Blockaden, die sich hier zeigen. Was ist herausfordernd? Was ist blockiert? Beziehungsweise was blockiert hier dein Vorankommen? Da sehe ich auf deiner Ebene gleich, also da zeigen sich einige Themen, vielleicht zwischenmenschliche Enttäuschungen, Dinge, die schief gelaufen sind. Ja, also ich sehe hier
ja schon eine spannende Mischung aus Vergangenheit und Gegenwart. Ja, also Themen, die dir hier durch den Kopf gehen und sehr viel deiner Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ja, und das führt dann natürlich dazu, dass sich das irgendwann als Blockade, ja, herauskristallisiert, die jetzt aber auch aufgelöst werden soll. Und ich sehe hier, wenn ich mir das restliche Bild so ansehe, für die meisten geht es hier um eine oder mehrere zwischenmenschliche Angelegenheiten, also beziehungsweise für ganz, ganz viele, der Hauptteil dieser Themen hat mit einer konkreten Person zu tun. Da bekommen wir dann auch einen Lösungsimpuls für dich, mein lieber Zwilling, aber das sehen wir uns dann gleich im Anschluss an. Gehen wir mal zur nächsten Ebene. Auch hier zeigt sich ein zwischenmenschliches Thema. Es geht um eine Person, die dir nahe steht. Also das sehe ich hier zumindest für eine große Gruppe. Tendenziell kann das, der eigene Partner, die eigene Partnerin sein, jemand aus dem Freundeskreis, dem familiären Umfeld. Wenn du mehr auf Berufliches schaust, kann das natürlich auch jemand sein, mit dem du zusammenarbeitest oder zusammenarbeiten möchtest. Und für eine weitere Gruppe sehe ich hier tatsächlich einen neuen Kontakt. Ja, das hängt jetzt auch davon ab, ob du generell neue Kontakte knüpfen möchtest oder nicht. Es kann hier natürlich auch beides zutreffen. Hier haben wir noch die 111. Die 111 ist eine Engelszahl und Engelszahlen in meinen Legungen stehen ja auch immer dafür, dass du am absolut richtigen Weg bist, stehen für schicksalhafte Zyklen. Und bei der 111, da geht's um einen Anfang. Und bei diesem Anfang in Verbindung mit dieser Person stellt sich aktuell etwas quer. Also das kann ich hier herauslesen. Für manche habe ich hier auch schon einen sehr, sehr guten Hinweis, denn was ich hier erkennen kann, ist, es geht hier für einige darum, die 111-Energie zuzulassen oder sich dem zu öffnen. Und in meinen Legungen, ja, da gibt es eben die 000 und die 111, beide stehen für einen Anfang. Und im Vergleich zur 000 geht es bei der 111 eben auch schon darum, konkreter zu werden, vielleicht bestimmte Teilziele festzulegen, Details zu klären. Ja, aber ich nehme hier ganz stark das Thema konkret werden wahr. Und irgendetwas ist hier noch in der Unklarheit oder soll abgesprochen werden oder geklärt werden. Oder es geht darum, dass du dir hier über etwas klar werden sollst. Ja, also das ist hier irgendein Thema, das hier mit diesem Anfang mitschwingt. Gehen wir noch auf die zwischenmenschliche Ebene. Wir schauen uns hier immer eine Blockade an, die ganz konkret mit anderen Personen oder aber einer bestimmten Person zu tun hat. Und da habe ich jetzt zweimal den Hinweis, dass hier irgendetwas nicht ausgesprochen wird. Ja, also irgendetwas arbeitet hier in dir. Das wird hier vermutlich auch eine bestimmte Person betreffen, aber natürlich ist es auch möglich, ja, dass hier vielleicht mehrere Themen im Raum stehen, aber noch nicht angesprochen worden sind. Und da sehe ich, das ist hier ein ganz, ganz wichtiges Thema für dich. Und da würde ich sagen, da schauen wir jetzt direkt in die Lösungsimpulse vom Universum, was du hier tun kannst, um deine Situation zu verbessern. Da bleiben wir jetzt gleich auf der zwischenmenschlichen Ebene. Denn hier zeigt mir das Universum, dass dieses nicht darüber sprechen dazu führt, ja, dass dir hier, ja, dass hier sehr viel Energie verloren geht. Also das ist hier sehr anstrengend für dich. Ich meine, ob du das Thema oder die Themen ansprichst oder nicht, das ist in weiterer Folge natürlich deine Entscheidung. Ja, ich sehe hier einfach, dass das hier, dass das hier auch für eine bestimmte Anspannung sorgt, was hier nicht besprochen wird, was natürlich auf lange Sicht gesehen ja weiterhin Energie ziehen wird.
Die Frage ist natürlich auch, um was geht es hier? Was soll hier ausgesprochen werden? Ich vermute, so wie das hier liegt, geht es hier um bestimmte Bedürfnisse oder dass sich etwas verändern darf. Ja, vielleicht auch ja, Themen, die einen stören, kann durchaus sein, ja, dass du hier deinem Gegenüber nicht vor den Kopf stoßen möchtest oder dergleichen. Nur sehe ich hier in diesem Zusammenhang, ja, dass das Schweigen hier eher kontraproduktiv mir angezeigt wird für dich und es hier eine Überlegung wert wäre, ja, wie könnte man dieses Thema denn angehen, wie könnte man denn das gemeinsam auflösen. Hängt jetzt auch davon ab, ja, also das lasse ich jetzt auch mit hineinfließen, für die meisten nehme ich schon wahr, dass man hier in Kontakt ist. Bei einer anderen Gruppe, also das ist aber eine sehr kleine Gruppe, sehe ich, da ist gar kein Kontakt mehr da. Da könnte es, und das gilt durchaus für alle, vielleicht auch mal ganz hilfreich sein, wenn du für dich ja in einem ruhigen Moment vielleicht stichwortartig notierst, was da in dir arbeitet, weil dann ist zumindest ein kleiner Schritt energetisch gesehen getan, ja, dann ist es mal draußen oder für dich einfach auch sichtbar und da kannst du dann natürlich immer noch entscheiden, möchtest du darüber sprechen oder nicht. Ja, ich meine, das betrifft jetzt dann natürlich nur die Gruppe, wo hier ein Kontakt besteht. Auf lange Sicht gesehen, also ich persönlich tendiere hier schon dazu, dass es vielleicht ganz ratsam wäre, das Ganze anzusprechen. Aber das ist, wie gesagt, etwas, das du natürlich selbst entscheidest und da würde ich sagen, da schauen wir jetzt gleich mal weiter. Und hier zeigt mir das Universum, und das ist hier in Verbindung mit diesem Anfang. Das kann aber auch ein scheinbar anderes Thema sein, das man vordergründig nicht mit diesem Anfang in Verbindung bringt. Aber ich denke, für die meisten ist es doch so, dass das hier direkt in Verbindung steht. Ich sehe, dass das Universum sagt, es ist jetzt wichtig, dass du dir hier einen Überblick verschaffst. Das soll dir auch Energie geben, weil du hier dann einfach auch erkennst, was ist hier zu tun oder was hat man hier vor oder wo soll das Ganze hingehen, ja, was ist das Ziel oder was sind die Ziele, die hier verfolgt werden, ja, und ein Überblick ist hier sehr wichtig, also vielleicht auch etwas, das du dir vielleicht aufzeichnen könntest oder aufschreiben könntest. Und was sich hier auch zeigt, ist, ja, dass hier einiges zu tun ist, also vielleicht tatsächlich bei einigen etwas, das mit dem Beruf oder der Bestimmung der Berufung zu tun hat. Also ich sehe hier einfach bestimmte Erledigungen und da kommt schon auch was zusammen, mein lieber Zwilling. Was ich hier aber auch sehe, ist, das soll irgendwie irgendwie geregelt werden. Auch hier eine gewisse Struktur soll hier erstellt werden, weil das ist alles absolut schaffbar. Und hast du hier einen Überblick, ja, dann kehrt sehr viel Energie zu dir zurück oder du fühlst dich hier viel kraftvoller, dynamischer, energiegeladener, ja, also das allein durch diesen Überblick, weil es dadurch tatsächlich auch überschaubar wird, ja, so schau dahin, da soll ein Großteil deiner Energie ganz automatisch zurückkehren. Gehen wir jetzt noch auf deine Ebene, ja, also da sehe ich auch, es geht hier darum, ja, etwas anzusprechen oder sich hier vielleicht auch über einen Konflikt Gedanken zu machen. Aber ich sehe es tatsächlich mehr so, es geht darum, diese Themen, die sich hier zeigen, anzusprechen. Also das könnte hier durchaus zusammengehören, was wir hier oben und hier unten sehen, dass dich hier einiges stört oder belastet, vielleicht auch kränkt. Ja, vielleicht fühlst du dich auch beleidigt von einer bestimmten Person. Das könnte einfach jemand sein, der tendenziell zuerst spricht und dann erst denkt. Ja, also das ist natürlich auch möglich. Das heißt jetzt auch nicht, dass diese Person dann ein bösartiger Mensch ist. Aber ich sehe hier schon, eine gewisse Diskussion steht hier im Raum.
Nur habe ich einfach auch das Gefühl, von selbst wird das eher nicht verschwinden. Ja, also vom Schweigen wird es tendenziell nicht besser. Hier liegt auch der Neustart dabei. Da sehe ich ja, da geht es um ein kompliziertes Gespräch, auf das du dich ja auch vorbereiten kannst. Ja, wie gesagt, was du aus dieser Legung machst, liegt wie immer in deiner Verantwortung, ist auch deine Entscheidung. Ich sehe hier einfach auch das Thema hier zu besprechen, das soll zu einem Wendepunkt führen und auch zu einem Neustart dieser Verbindung, ja, weil hier dann einfach auch die Fronten geklärt sind und man auch weiß, woran man aneinander ist. Und da sehe ich auch noch, dass sich hier etwas für dich ergeben soll in weiterer Folge. Ja, irgendetwas soll hier zu dir kommen. Also mir wird hier eine Art Zeitlinie gezeigt. Du wirst hier etwas Wertvolles erhalten. Ja, also das kann natürlich auch mit den Finanzen zu tun haben, aber ich vermute, bei den meisten ist das hier eine bestimmte Information, die hier auch in irgendeiner Form in Verbindung mit dieser Sache steht. Wir schauen jetzt noch in die Tendenz, also was hier höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommen könnte. Ja, auf deiner Ebene sehe ich hier gleich, dass hier etwas geregelt wird. Also hier ist einiges zu tun, mein lieber Zwilling. Das haben wir auch schon hier gesehen. Hier auf deiner Ebene sehe ich, dass das wird geregelt. Ich sehe hier auch einen Überblick. Es ist viel zu tun, aber es ist überschaubar. Vielleicht wird dir hier auch etwas gegeben, was zu dieser Angelegenheit hier führt, die hier geregelt wird, oder dass diese Angelegenheiten besser strukturiert werden können, weil das, was du hier erhältst, das liegt hier auch eher im Zeitraum der Gegenwart, ja. Also bis zu maximal 1 bis 2 Wochen, aber ich sehe das hier für die meisten eher im Laufe einer Woche, für alle, die eine Zeitangabe unter Vorbehalt haben möchten, weil die Karten sich nicht immer an die Zeitangaben halten und vieles auch ans eigene Tun geknüpft ist. Ja, also wichtig, nichts läuft dir hier zwingend davon. Ja, also es geht oft um eine Aktion, Reaktion und dergleichen. Also irgendetwas soll dir hier gegeben werden und tendenziell eben ist es hier auch ein zwischenmenschlicher Kontakt, wo hier ein Austausch stattfindet. Schauen wir mal weiter. Hier sehe ich die 777 Energie. Die 777 ist auch eine Engelszahl. Und bei der 777 geht es ums Glück und ums Manifestieren, ganz kurz gesagt, in meinen Legungen. Und diese Energie, die wird demnächst aktiviert. Und da möchte ich noch zurückgreifen zur 666 Energie, die davor kommt, denn die nehme ich hier sehr stark wahr, wo es hier auch um diese angespannte Situation geht, die dir einfach ja die Energie raubt, wo hier nicht wirklich oder noch nicht wirklich darüber gesprochen wurde. Und die 666 ist eine ganz wichtige Vorbereitung für die 777 Energie, denn da geht es nämlich darum, für sich selbst auch zu klären, was man nicht mehr möchte, was darf sich transformieren, was darf sich verändern, was sehe ich in meiner Zukunft nicht mehr, was soll da verschwunden sein. Und das ist jetzt ein wirklich wichtiger Hinweis, den wir hier erhalten, denn die 777 Energie, ja, die kann natürlich zum Positiven, aber auch zum Negativen verwendet werden, was jetzt nicht heißt, dass hier irgendetwas Negatives geschehen soll, mein lieber Zwilling. Das ist mehr ein Hinweis vom Universum. Kläre für dich jetzt, was sich verändern soll. Denn dadurch wird es auch klarer, was du tatsächlich möchtest. Und das Universum zeigt mir hier eben auch, ist das alles hier geregelt, ja, oder wird das hier in geregelte Bahnen gelenkt? Ist es für dich ganz besonders wichtig, ja, dass du dir klar machst, wo soll die Reise hingehen? Was möchtest du tatsächlich, denn dafür soll die 777 Energie genutzt werden. Das heißt jetzt nicht, dass du keine negativen Gedanken haben darfst, ja, also das auf keinen Fall.
sondern dass das Positive mehr Raum benötigt, ja, denn ein positiver Gedanke, so sagt man, ist tausendfach stärker als ein negativer Gedanke. Also bitte keine Sorge, wenn du dir auch über negative Entwicklungen Gedanken machst, ja, das ist vollkommen in Ordnung, nur für die 777-Energie ist es jetzt ein wirklich wertvoller Hinweis vom Universum, dass du hier wirklich auf das schaust, was sich in deinem Leben zeigen soll. Ja, vor allem eben auch, wenn es hier um einen neuen Kontakt geht. Ja, dann versuch das auch für dich so zu formulieren, welchen Menschen möchtest du denn in dein Leben ziehen? Ja, also um welche Charaktereigenschaften beispielsweise geht es hier? Also nur um ein Beispiel zu nennen, weil wir hier ja eben auch diesen Anfang in den Blockaden haben, was hier eine bestimmte Person betrifft, wo ich hier bei manchen erkenne, da steht ein neuer Kontakt an. Also schau bitte auf das, was du tatsächlich möchtest, ja, klär für dich ab, was hier nicht mehr sein soll und dann geh über dazu, wie soll es denn sein? Das ist hier wirklich, wirklich wichtig, denn nach der 777 kommt die 888 und da geht es dann natürlich darum, dass das, was wir manifestiert haben, real werden soll. Jetzt gehen wir noch auf die zwischenmenschliche Ebene und da sehe ich, ja, also das ist hier die Konsequenz, wenn hier etwas besprochen wird, ja, also wenn du hier vielleicht auch für dich einstehst, also das ist bei manchen auch hier das Thema, dann zeigt sich hier eine Klarheit, die du aktuell eben auch vermisst, ja, oder ja, die du dir auch wünschst und das sehe ich, dass du dann auch ganz klar erkennen wirst, wie es weitergeht oder was man hier oder wie man hier weitermacht oder was hier zu tun ist. Ja, also die Klarheit entsteht durch dieses Gespräch, das dir das Universum hier vorschlägt. Ja, oder eben für alle die, wo hier kein Kontakt mehr besteht, da eben diese Übung, die ich hier vorgeschlagen habe, dass man sich hier vielleicht einfach mal notiert, was hier eigentlich los ist oder was hier nicht besprochen worden ist, das kann hier natürlich auch zu dieser Klarheit führen, denn dann wirst du ganz klar erkennen, was dein Herz tatsächlich möchte, ja, und dass die Herzebene, die ist natürlich immer die ehrlichste Ebene, die authentischste Ebene, ja, die besten Entscheidungen, sagt man auch, ja, die trifft man eben mit dem Herzen und du kannst hier dann eben die Kopf- und die Bauchebene sehr gut verbinden, was das zwischenmenschliche oder diese zwischenmenschliche Angelegenheit hier betrifft und wirst hier für dich erkennen, wie es weitergeht. Und das sehe ich auch, ja, dass du hier mit beiden Beinen fest am Boden stehst, geerdet bist und hier ganz klar weißt, was du möchtest. Ja, eine wirklich spannende Legung, mein lieber Zwilling. Wir kommen jetzt zum Abschlussritual und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du über neue Legungen informiert werden möchtest. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich. Möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen.